Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Unravel. Achso, ich muss mich schwingen. Ja, ich muss mich schwingen. Ich hab's jetzt verstanden. Hui. Und weiter geht die wilde Fahrt. Aber nicht sehr lang. Oh, guck mal, der Hirsch guckt uns zu. Na, ja, sind wieder zwei. Und ein Schneemobil steht da. Eisfischen oder was? Ah, ich wusste doch, ich brauche was dafür. Na. Okay, da kriege ich ihn raus, aber sonst nicht. Warte mal. Oh, das kommt in das kleine Loch? Und du kommst in das große Loch, da hinten. Nein, du nicht. Du. Genau, und jetzt kann ich nämlich die Kugel schieben. Na, das schaffen wir. Jetzt wird sie nämlich noch größer. Oh, was ein Brocken, ey. Auch ganz viele. Sag ich immer Hirsche? Könnten auch Rentiere sein, ne? Ich spreche Rentiere immer extra so aus, weil ich früher mal als Kind immer Rentiere gesagt habe. Und um diesen Fehler zu vermeiden, ziehe ich es jetzt immer extra lang. Klappt das? Jawohl. Okay, das klappt wohl nicht. Hä? Auch ehrlich jetzt? Nee, ich weiß schon wie. Hier mal wieder weg. Hier wegmachen.
Hier. Und schieben, 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 schieben. Und schieben, 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 schieben. Ich weiß zwar noch nicht warum, wieso. Bleibst du wohl da? Wird wohl seine Gründe haben. Schieben, 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 schieben. Hui, hui, hui. Ah, okay. Klar, ich verstehe es. Und wir sind am Ende angelangt. Eine Schneeflocke. Oh. Haben wir überhaupt noch Platz? Wintersonne. Manche Tage fühlen sich warm an, egal wie kalt sie sind. Und manche Dinge machen Spaß, egal wie alt man ist. Und manchmal wünscht man sich, dass ein Besuch ewig andauert. Nein, 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 ich wollte nicht zumachen. Wunderschön. Genial sieht das aus. Hatte sie wohl nun, das war wohl nur eine Freundin. Und nicht so, wie ich dachte, dass sie lesbisch ist. Und das Bild haben wir da auch bald zusammen. Interessant, interessant, interessant. Die ganze Geschichte an sich ist total niedlich, ehrlich, ey. Oder ist... Huch, nein, 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 nein. Nope. Wir müssen da weiter, mein kleiner Freund. Rost. Kriegst du das Tor auf? Na. Ah, mit ein bisschen Quetschen geht das. Kenne ich, habe ich bei der Renovierung auch eine Zeit lang gemacht. Riesigen Side-by-Side-Kühlschrank gekauft und den musste ich erstmal im Flur stellen und ich hatte auch nur noch so ein paar Zentimeter Platz, um mich da ewig dran vorbei zu quetschen, weil ich die Küche erst fertig machen musste. Streichen, Laminat legen, oh mein Gott. Jetzt habe ich es gehasst. Man glaubt auch gar nicht, wie sehr... 2 Wochen war das so. Man glaubt gar nicht, wie sehr man auf eine Küche angewiesen ist, ne? Wenn man sie nicht hat. Vor allem mit dem Essen. Die ganze Zeit musste ich Mikrowellenfraß essen. Ich meine, nichts gegen Mikrowellen essen. Es gibt... Manche Sachen sind echt lecker, aber... ich koche doch lieber, ne? Und das... Oh, super. Was ist denn jetzt los? Wie machen wir das denn?
Muss ich jetzt hier mit dem Nötigsten auskommen? Wird ja jetzt aber ein bisschen schwieriger so werden, ne? Wenn man das jetzt so haben will. Na, hier ist der Schnee nicht so tief. Klappt ganz gut. Wo sind wir hier? Bei einem Schrottplatz? Ja, ich denke Schrottplatz. Oh Gott. Oh, Vogel. Wieso dürfte ich jetzt nicht nach unten? Ist wahrscheinlich zu tief. Wahrscheinlich ist der Schnee da zu tief. Also Orient the Blind Forest ist auch sehr schön. Obwohl ich es nicht zu Ende gespielt habe, weil ich langsam irgendwann die Krätze gekriegt habe bei dem Game. Weil ich es einfach nur zu schwer fand, für mich persönlich. Ich kann sowas nicht, es war echt ätzend, vor allem mit den Leben. Du musst dich entscheiden, ob du Leben haben willst oder ob du speichern möchtest. Das ist, nur bei 3 Treffern bist du tot. Ich habe langsam richtig Wutausbrüche gekriegt bei dem Game. Ich hatte es eine Zeit lang auch auf meinem Kanal, hab's aber dann wieder gelöscht. Weil ich mir so dachte, aber es war natürlich ein schönes Game an sich. Ich werde es auch noch mal irgendwann spielen. Obwohl das hier auch, das ist von der Story her, es wird nicht viel erzählt. Es reicht. Huchala. So klappt das aber nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Wieso nicht? Jetzt klappt das. Okay. Hier muss ich nicht hin. Ah, ich muss da hoch. Okay. Zack. Ja, war richtig.
Und wir sind schon wieder in einer Garage. Und das ist ein Magnet. Okay. Huch. Alles klar. Jetzt habe ich die... Brauche ich die? Wahrscheinlich. Toll. Ah, was kann ich damit machen? Nee. Das ist definitiv falsch. Oh, 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 oh. Das ist doch nicht falsch. Aber was hilft uns das jetzt? Oh mein Gott, zur Seite. Ja, genau. Genau, genau, genau. Das dauert jetzt zwar, aber naja. Ja, wir sind am Ende. Jetzt runterlassen. Und du fährst wieder nach oben. So. Bitte, 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 lass es funktioniert haben. Jawohl. Hat funktioniert. Ich glaube, ich muss den Schalter ausmachen. So.
Hä? Hä, was muss ich tun? Ich würde ja jetzt sagen, ich müsste dieses Klötzchen da holen, aber da komme ich ja nicht dran vorbei. Ach so. Mhm. Ah, Maschinen gefallen mir nicht, ey. Na, passt das? Das war sehr schlau von mir. Da vielleicht irgendwas gegen drücken? Okay, ich habe was gefunden. Jetzt hier. Aber wie komme ich da jetzt dran vorbei? Okay, ich weiß es. Nein! Nein! Ach, das war so gut. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ach. Oh, geschafft. Schieb, kleiner Freund. Schieb.
Nein! Nein! Boah, das war knapp. Sag einmal. Oh, was ist jetzt los? Oh Gott, das ist eine Schrottpresse. Das ist eine Schrottpresse. Puh, das war knapp. Oh, und da ist auch unser Knüpfchen. Puh, war das knapp. Zu spät gescheckt. Oh, ein halbes Herz. Rost, alles geht zwangsläufig zu Ende. Irgendwann kommt die Maschine zum Stillstand. Unsere Wege kreuzen sich für eine Weile, aber wir haben alle unterschiedliche Ziele. Oh, Hundi. Nun geht es zum letzten Bild. Das letzte Blatt. Und das, meine lieben Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.